wie ich mir widerspreche, wie ich gleichgültig werde, entschlossen bin, gleichgültig zu sein, dann wieder wild werde. Sie sehen einfach einen Menschen zappeln und das erinnert Sie an sich selbst, nicht? Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er oft unter gewaltigen Opfern für sein Leben hält. Oder eine Reihe von Geschichten, die mit Namen und Daten zu belegen sind, sodass an ihrer Wirklichkeit scheint es nicht zu zweifeln ist. Trotzdem ist jede Geschichte, meine ich, eine Fiktion und daher auswechselbar. Man könnte mit einer fixen Summe gleicher Vorkommnisse, bloß indem man ihnen eine andere Erfindung seines Ich zugrunde legt, 7 verschiedene Lebensgeschichten nicht nur erzählen, sondern leben. Das ist unheimlich. Wer es weiß, hat Mühe zu leben. Wer es nicht weiß, und zum Glück wissen es die wenigsten, hat keine Wahl, da er seine Erfindung von sich selbst nicht als solche durchschaut und seine ganze Kraft dient dazu, Vorkommnisse herbeizuführen, die seine Erfindung bestätigen. Unsere Existenzerfahrung, es geschieht etwas und etwas anderes, was ebenso möglich wäre, geschieht nicht. Und eigentlich liegt's nie oder selten an einer einzigen Handlung oder an einem einzigen Versäumnis. Wo wir Entscheidungen treffen, bleibt uns der Verdacht, dass es die Gebärde eines Gesteuerten ist, der nicht weiß, was ihn steuert. Es gibt Zwänge, aber es gibt auch Zufälle. Was auf die Gebärde des Entscheidens folgt, kann so und auch anders verlaufen. Das heißt, was der letzte Akt uns zeigt, ergibt sich nicht zwingend aus einer Peripetie. Sie hören die Passage 2 zum 100. Geburtstag von Max Frisch, der Autor, im Originalton pur. Zeugnisse aus Radiosendungen und Mitschnitte öffentlicher Reden. Wir fahren fort mit Äußerungen aus dem schon erwähnten Gespräch zum 40-jährigen Gedenken ans Ende des Zweiten Weltkriegs, zum Nachdenken über Demokratie im Verfall und über die Funktion von Literatur und literarischer Sprache. Die erste Reise nach Deutschland, die ging von St. Margarethen aus mit einem amerikanischen Jeep. Da kam so ein Guide, der holte uns ab, da, den Lindberg-Regisseur und den Richard Schweizer. Das ging um den Film Die letzte Chance, mit der ich nichts zu tun habe, aber ich war da Mitgast und durfte mitfahren. Eine andere Möglichkeit, von St. Margarethen nach München zu kommen, gab es nicht, also als Gast der Armee oder eben nicht. Dann war es die erste zerstörte Stadt, die ich gesehen habe. Von dort wollte ich mit dem Erich Kästner nach Berlin, wir kamen bis Frankfurt, die Stadt war noch etwas zerstörter. Unterwegs irgendwo sahen wir mal Pforzheim, das war noch zerstörter. Und man hat natürlich damals nicht geglaubt, dass diese Städte, sagen wir, innerhalb von 2, 3 Generationen wieder aufgebaut werden könnten. Ich weiß, in Frankfurt war so ein Steinhügel, also für Ziegen, so wie in den Bergen, und ein Schild drauf, Attention, Cultural Monument, das war das Goethehaus, das dann wieder aufgebildet wurde. Dann kam ich ja nach Warschau, allerdings später, 1948, und das war die zerstörteste Stadt, die ich je gesehen habe. Das Ghetto sowieso, das war einfach ein Kiesfeld. Aber auch der schöne Marktplatz, da sagte man, es stehen 10% von den Fassaden. Und wenn Sie sich das vorstellen, wenn Sie hier ein Zimmer nehmen, das 2,50 Meter hoch ist, so stehen von den Wänden also 25 Zentimeter, das ist weg. Das war der erste Eindruck der Zerstörung. Für uns Schweizer war es schwierig, weil die eine Vorstellung von Neutralität und Verschontsein hatten, die auch wiederum nicht der Wirklichkeit entsprochen hat. Und denen musste ich das dann so erklären, dass man eine gewisse Fantasie hat, jetzt nicht nur als Schriftsteller, sozusagen berufsmäßig. Ich kann Ihnen 2 Beispiele geben. Als ein Kind geboren wurde von meiner Frau zu Hause, hatte ich Urlaub, saß da neben ihr, die Wehen, und so in der Nacht, es war verdunkelt, und dann kamen die Bombergeschwader, die Alliierten, über
über Zürich, um nach München oder nach Ulm zu fliegen. Das war dieses Brummen und nach 3/4 Stunden, das Kind war noch nicht da, die Wehen gingen weiter, nach 3/4 Stunden kommen diese Geschwader zurück. Nun kann man sich nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, dem dazu nicht etwas einfällt, was ist jetzt wohl dort drüben geschehen, nicht? 3/4 Stunden von hier entfernt, eine halbe Stunde von hier entfernt. Ich habe es damals in Auseinandersetzung mit jüngeren Deutschen auf eine Formel gebracht, kurz zu sagen, wenn sie zum Tode verurteilt sind, das waren wir eigentlich, denn die Schweiz hätte dem Hitler-Einmarsch so oder so nicht lange standhalten können, die Okkupation wäre grässlich geworden, auch durch Mitarbeit von schweizerischer Seite wahrscheinlich, wissen wir alles nicht. Jedenfalls, wir sind vergleichbar einem, der zum Tode verurteilt ist, aufs Schafott geführt wird, auf dem Schafott begnadigt wird und nach Hause gehen kann. Und nun werden Sie nicht meinen, dass der Mann nichts erlebt habe. Der hat die volle Todesangst, die volle Gefahr erlebt. Nur ist er halt nicht geköpft worden. Es ist ja komisch, dass der letzte Meister der deutschen Literatur, der Brecht, noch ganz naiv ein Gedicht macht an die Nachgeborenen. Tja, sagen wir heute oder die Jüngeren heute, wenn es sie gibt, das ist ja nicht sicher. Nun, wenn es die No-Future-Stimmung kommt, und ich meine nicht jetzt als Mode, sondern es ist eine ernsthafte Denkmöglichkeit, dass es keine Zukunft für die Menschheit gibt, dann interessiert mich die Geschichte auch nicht, glaube ich. Ich merke, wie mich interessiert die Geschichte, wenn ich auf Zukunft hin denke, um aus der Vergangenheit her zu sehen, wie Dinge funktionieren, wie Katastrophen vermieden werden konnten, wie sie zustande gekommen sind. Also ich will die Zukunft bedienen mit meiner historischen Analyse. Wenn es keine mehr gibt, ach, was sollen sie zurückdenken? Es fällt uns doch allen auf, dass ein geschichtliches Interesse minimal ist, und zwar, da muss man nun präzisieren, ein geschichtlich kritisches Interesse, wie war es wirklich, was natürlich blüht, ist das Denkmal, die Festrede, die Schweiz, die sich verteidigt hat und nicht geschummelt hat und makellos da. Das ist ja nicht Geschichte, das ist Propagandaschwindel der momentan herrschenden Gesellschaft. Die grundsätzliche Frage an uns: Kann unsere Demokratie-Utopie, ausgesetzt der menschlichen Natur, also der Kanaille, die der Mensch in der Mehrheit ist, zu etwas anderem führen als zu der real existierenden Demokratie der Lobbys, getarnt durch Folklore? Oder mit anderen Worten, wie viel wirkliche Demokratie, Volk als Souverän, ist im real existierenden Kapitalismus überhaupt möglich? Wieso eigentlich entscheidet die numerische Mehrheit? Das halte ich heute für eine anständige Frage. Wieso hat die Mehrheit denn Recht? Einmal angenommen, es sei die Mehrheit, die tatsächlich entscheidet, etwa über Rüstung oder in der Wirtschaft überhaupt. Weiß denn die Mehrheit, worüber sie zu entscheiden hat? Wer unterrichtet sie, das heißt, wer hat die Medienkonzerne, um sie zu unterrichten? Einerseits die Mehrheit zu entthronen, und sei es auch bloß gedanklich, nämlich durch den Zweifel, ob denn die Mehrheit richtiger für das Gemeinwohl entscheide als eine Minderheit, führt natürlich auf einen sehr gefährlichen Grat. Abgrund links und Abgrund rechts, ich weiß. Links die Einheitspartei im Namen des Volkes, das sie entmündigt, rechts jede Art von Militärjunta. Andererseits, indem wir uns jeden Zweifel an der politischen Kompetenz der numerischen Mehrheit verbieten und nur noch Fernsehen, schützt uns das vor dem Versagen unserer parlamentarischen Lobbydemokratie? Wir haben natürlich oft Antwort geben müssen auf die Frage, wozu Literatur, was soll sie, und die Rechtfertigung der Literatur. Die Frage ist mir dann auch verleidet, nachdem ich sie so und so oft beantwortet habe, und zwar so, dass es mich auch nicht überzeugt. Heute würde ich sagen, sie ist da, und die Irritation ist eben, dass es sie gibt, ohne dass sie sich rechtfertigen muss, also die Poesie im höchsten Sinn. Aber nun die Sprache, wenn es zum Beispiel die Literatur jetzt nicht gäbe, gar nicht gäbe, würde dann wirklich etwas ausfallen, denn eine Macht haben wir ja nicht. Nun ist natürlich bekannt, dass die Irritation, die die Literatur hat, daher kommt, dass sie nicht die Herrschaftssprache braucht, und das gilt nun in allen Systemen.
Jede Herrschaft, das muss ja nicht eine fürchterliche sein, aber jede Herrschaft entwickelt natürlich ihre Sprache, das heißt, die Sprache, die ihre Werturteile als sakrosankt setzt. Das klassische kleine Beispiel, wenn ich sage, ein armer, aber ehrlicher Mann. Wer sagt das? Das sagt eine bürgerliche Gesellschaft, die also hinunterschaut auf den anderen, ist ihm hoch anrechnet, dass er nicht stiehlt, schon er es nötig hätte zu stehlen. Selber stiehlt man nicht, weil man es so auf diese direkte Weise nicht nötig hat. Nun kann man diesen Satz ohne einfach umkehren und kann sagen, ein reicher, aber ehrlicher Mann. Und der Satz wird interessant. Nun gibt es natürlich sehr viele andere Sachen. Wir wachsen ja mit der Sprache auf mit einem ungeheuren Vorrat an Vorurteilen, vorgefassten Wertungen, was ist schön, was ist angenehm, was ist gemütlich, was ist und so weiter. Und wenn nun der Schriftsteller oder der Poet produziert, so gehört doch eigentlich zu seiner eigentlichen Arbeit, dass er genuin formuliert, das heißt, dass er die Gabe hat, es so in Worte zu bringen, wie er es erlebt. Das weicht etwas ab. Das ist doch der Reiz auch, dass wenn ich es lese, wenn Sie es lesen, dass Sie plötzlich sagen, eigentlich war. Eigentlich ist das gar nicht so irrsinnig schön und festlich und feierlich, wie ich selber gesagt hätte, sondern es ist zum Teil auch komisch, zum Teil sogar angsterregend und so weiter. Also ist die Literatur immer eine latente Kritik der Herrschaftssprache und insofern subversiv, wenn man das Wort so nimmt, dass es wirklich heißt, also aufwühlend, den Acker wieder offen machen gegen die Verkrustungen und gegen die Verdummungen. Ich hatte in Zürich nichts verloren. Noch am gleichen Tag, nach dem Odeon-Geplauder mit Professor O., fuhr ich nach Kloten hinaus, um weiter zu fliegen. Mein letzter Flug. Wieder eine Super Constellation. Dabei war es eigentlich ein ruhiger Flug, nur schwacher Föhn über den Alpen, die ich noch aus jungen Jahren einigermaßen kenne, aber zum ersten Mal überfliege. Ein blauer Nachmittag mit üblicher Föhnmauer, vier Waldstättersee, rechts das Wetterhorn, dahinter Eiger und Jungfrau, vielleicht Finsterahorn, so genau kenne ich sie nicht mehr, unsere Berge, ich habe anderes im Kopf. Was eigentlich? Täler im Schräglicht des späteren Nachmittags, Schattenhänge, Schattenschluchten, die weißen Bäche drin, Weiden im Schräglicht, Heustadel, von der Sonne gerötet, einmal eine Herde in einer Mulde voll Geröll über der Waldgrenze, wie weiße Maden. Sabbat würde es natürlich anders taufen, aber ich weiß nicht wie. Meine Stirne am kalten Fenster mit müßigen Gedanken. Wunsch, Heu zu riechen. Nie wieder fliegen. Wunsch, auf der Erde zu gehen, dort unter den letzten Föhren, die in der Sonne stehen, ihr Harz riechen und das Wasser hören, vermutlich ein Tosen, Wasser trinken. Alles geht vorbei wie im Film. Wunsch, die Erde zu greifen. Stattdessen steigen wir immer höher. Zone des Lebens, wie dünn sie eigentlich ist. Ein paar hundert Meter, dann wird die Atmosphäre schon zu dünn, zu kalt, eine Oase eigentlich, was die Menschheit bewohnt, die grüne Talsohle, ihre schmalen Verzweigungen, dann Ende der Oase, die Wälder sind wie abgeschnitten, hierzulande auf 2000 Meter, in Mexiko auf 4000 Meter. Eine Zeit lang gibt es noch Herden, Weiden am Rand des möglichen Lebens, Blumen, ich sehe sie nicht, aber weiß es, bunt und würzig, aber winzig, Insekten, dann nur noch Geröll, dann Eis. Einmal ein neuer Stausee. Sein Wasser wie Berno, grünlich und trübe, darin spiegelweiß von einem Firn, ein Ruderschiff auf dem Ufer, Segmentdamm, kein Mensch. Dann die ersten Nebel, jagend. Die Gletscherspalten, grün wie Bierflaschenglas, Sabbat würde sagen wie Smaragd, wieder unser Spiel auf 21 Punkte. Die Felsen im späten Licht, wie Gold, ich finde wie Bernstein, weil matt und beinahe durchsichtig, oder wie Knochen, weil bleich und spröde. Unser Flugzeugschatten über Moränen und Gletschern, wer in die Schlünde sackt, man meint jedes Mal, er sei verloren und verlocht, und schon klebt er an der nächsten Felswand, im ersten Augenblick wie mit einer Pflasterkelle hingeworfen, aber er bleibt nicht wie verputzt, sondern gleitet und fällt wieder ins Leere jenseits des Grates. Unser Flugzeugschatten, wie eine Fledermaus, so würde Sabbat sagen, ich finde nichts und verliere wieder einen Punkt, ich habe anderes im Kopf.
Eine Spur im Firn, Menschenspur. Sie sieht aus wie eine Nietennaht, Sabet würde finden. Wie eine Halskette bläulich, in großer Schleife um eine weiße Firnbüste gehängt.